Hallo und herzlich willkommen. Wieder eine Runde Fallout 76. Mahlzeit Karl. Moin. Ja, wir wollten an für sich schon ein bisschen in die Richtung latschen. Sind hier nur ein paar Meter weggerannt von den Mottenmann. Übrigens steht er doch auf der Karte, wer lesen kann, ja. Da steht direkt, wenn du die Karte aufmachst, hier Mottenmann. Aber riesig. Riesig, wie Idioten. Naja, egal. Auf jeden Fall wollten wir schon ein bisschen den Weg laufen. Dann haben wir das Killer-Kanickel gesehen. Nein, gar nicht. Hier im Wald, guck mal. Das sieht aus, auch aus wie der Mottenmann. Ein bisschen gruselig, ey. Stirb! Ja, die sind auch tot. Ja, das sieht nicht so nett aus hier. Die sind auch überall Tote. Ach hier, der hat was mitgebracht. Günstiger Wundenkleber. Ja, der war günstig. Nuka Cola Quantum. Ah. Scheint wohl irgendwas ganz Besonderes zu sein. Protektron Modell, aha, aha. Was? Was ist denn Protektron? Warte, das sind Protektron, sind diese töten diese Roboter. Hast du ein, wie? Modell? Aber Modell? Ich weiß nicht, aber das ist wahrscheinlich Schrott einfach. Das ist wahrscheinlich nur eine Miniatur, so ein kleines Modell. So eine Wackelpuppe zum Beispiel? Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Das ist doch kein Schrott, Wackelpuppen sind Kult. Ja, stimmt. Ja, habe ich übrigens zwei von. Echi. Ja. Hier von den Fallout? Natürlich. Ich habe auch eine. Ich hab zwei. Nee. Immer eine mehr wie du, genau. Du kannst schon mal schlecken. Was ist hier? Ja, irgendwann hier kommt hier ein komisches Geräusch. Ja, das war wieder so eine komische Knallbeere. Was ist denn hier für ein Teich? Also so langsam zweifle ich. Hier waren wir auch noch nicht. Da müssen wir auch noch hin. Gibt's ja nicht. Man kommt hier nicht vom Fleck. Das ist furchtbar, das Game. Irgendwer da hinten. Randale. Ghouls gegen Robbies. Wir gucken zu. Wer wird den Sieg davontragen? Die Ghouls liegen leicht in Führung, würde ich sagen. Aber die sind natürlich... Nein, haben gewonnen. Einwandfrei. Wenn wir uns mal ein bisschen einmischen in das Spiel. Zack. Halt! Bitte lassen wir einen leben. Ah, sind okay. Schon alle angekratzt. Da hinten der will ich jetzt umlesern. Der lesern werde ich ihn. Ja, kann nichts länger festhalten. Ne? Hm. Ey, du Affengesicht. Ja, der sah wirklich aus wie so ein Schimpanse. Ja, Leute. Ihr gebt mir recht, der Karl lacht jetzt und sagt wieder, pfui, hell, bist du gemein? Was sagst du für Gemeinheiten? Aber der sah wirklich so aus. Könnt ihr mir bitte bestätigen, ja? Oh, ich wieder. Eben der Gemeine. Affengesicht. Das ist doch wahr. Hier. Kanu. Hast recht, ich weiß, welchen du meinst. Ja, siehst du? Siehst du? Hast recht. Da habe ich nur halt direkt. Was hier auf dem Häuschen gucken? Nee, oh, da liegt. Nee. Hier wieder zu. Der hat den Kopf doch verloren, oder? Nee, da ist er. Nee, das ist der nicht. Der Affengesichtmann hat den Kopf verloren. Okay. So, hier ist die Sprengstoffkiste, Molotov-Cocktail. Die Kiste, Kampfmesser. Kampfmesser kann man verkaufen. Silberteller brauche ich nicht. Ich brauche kein Silber. TV-Dinner-Tablett, sehr gut. Ein Psych? Das war irgend so ein Dopmittel, ne? Ja, ich glaube schon. Eine Teerbeere, abgekocht Wasser, ach, her damit. Müllcontainer ist nix. Komme. Eile. Salzstreuer, nein. Molotow-Cocktail, na gut. Werkbank. Zum Zerbröseln. Wieder Munition, alles mit, leider alles mit. Machen wir mal Licht an hier, im Leicht, im Grün. Schade, dass diese Geräte nicht funktionieren, das wäre noch toll, wenn du hiermit dann durch die Gegend zoomen könntest. Guck mal, ich sehe zum Beispiel in Richtung Südwesten, da ist irgendeine Statue oder sowas. Naja, zack. Okay. Das sieht aus wie ein Turm. Das sieht endlich mal aus wie ein Funkturm, guck mal. Wenn hier nach... Hier, diese Richtung, genau wie ich. Ja? Ja. Ach, da hinten.
Ja, mit dem Sucher so, siehst du das. Auf unserer Höhe, ne? Ja. Ja. Vielleicht könnte man da ja irgendwann mal. Genau, und wenn ihr das wisst, schreibt es bitte drunter, wenn ihr das nicht schon habt. Ja. Wo kann man diese Anförderungsbänder loswerden? Das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Man findet doch immer so Anforderungszeug. Oh, hahaha. La, 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 la. Wackelpuppe gefunden. Ach, Quatsch. Ja. Warst du schon oben? Ja. Ah. Hier, genau hier stand er. Echt? Ja. Oh, hab ich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Kann man sogar Fußball spielen. Okay, so. Das war es, würde ich sagen. Gut, dann gehen wir doch endlich mal. Wir schaffen es. Diese Folge 100% schaffen es. Wir schaffen es dorthin. Das ist da lang. Okay, der Kalle rennt schon. Licht aus. Boing. Ab durchs Gewisch. Genau. Hecki, hecki. Ja, da müssen wir ungefähr zur Straße kommen. Da will ich nämlich hin. Da ist nämlich der Ort zum Einnehmen. Den wollen wir einnehmen. Und da gibt's, glaube ich, habe ich irgendwo gesehen. Ach, interaktive Karte. Da muss ich unbedingt dran denken. Wenn ich noch nicht gemacht habe, meckert. Schreibt drunter, wo ist die interaktive Karte? Es gibt eine interaktive Map. Hiervon. Da sind alle wichtigen Sachen drauf eingetragen. Sprich, wo ist die nächste Power Ranger Station und sonstiges, ja? Das ist natürlich auch ein bisschen spoilern, ja? Deswegen. Wenn ihr nicht spoilern wollt, dann guckt euch das Ding nicht an und sucht euch das selber. Ja? Aber ich hab's nur mal gefunden, hab mal kurz einen Blick drauf, deswegen weiß ich dann auch, was da oben was ist. Ist ja Fudeln, ja? Und ich hab's dann auch sofort abgebrochen und hab gesagt, nee, das lassen wir. Was hängt denn da im Baum? Ein Auto. Na, der Holzkopf hier. Komm, du kriegst einen Kinnhaken, mein Freund. Der eine ist einfach umgefallen. Hier, wohin willst du? Oh. Kronkork und Cheesepulver. Immerhin. Zack. Hier ist noch was. Viele Radios. Molotov-Cocktail, Taschenuhr und flüssiger Medizinständer brauche ich nicht. Wo sind wir? Ach, jetzt einfach der Straße nach. Wir schaffen's. Wir schaffen's, Leute. Ja, auf jeden Fall werde ich mal unten drunter posten. Ne, die interaktive Map für diejenigen, die wollen, können dort zuschlagen. Ist bestimmt später ganz interessant. Ja, glaube ich auch. Wenn man sieht, was habe ich vergessen, wo kann ich noch hin? Ja, aber so weiß ich auch nicht, will ich nicht direkt alles wissen. Das Erkunden ist ja auch der große Spaß hier dran. Ja, ja, finde ich auch. Übrigens habe ich gesehen, Fallout hat sehr viele schlechte Kritiken bekommen. Weil die Story hier nicht so groß rüberkommt. Stimmt auch. Hier ist ein Zelt. Im Busch. Stimmt auch. Storymäßig kommt hier nicht so viel rüber wie den anderen Fallout-Dingern. Ne? Okay, aber das ist ein Multiplayer-Ding. Da ist, ist das eher, würde ich sagen, normal, dass da nicht so viel... Hat er die Nuke geholt? Okay, ich nehme nur die feinen Sachen. Oh, klar. Taschenuhr, Silbermedaillon, hep. Alle geht's. So. Ist dann nur klar, dass das mit der Story nicht so ganz hinhaut. Okay, was blöd gemacht ist. Die Story wird ja großteils über Holobänder und so erzählt. Ja. Und dann sollte normal, wenn der Gruppenleiter da das Quest-Item anklickt, das dann für alle gleichzeitig hörbar ist. Das ist hier nicht so. Ja. Mhm. Dann müssten sich dann alle nacheinander anhören. Deswegen verpasst man an für sich ein bisschen Story. Aber allzu viel Story ist noch nicht, außer dass man der Tante hinterher jagt. Und das ist ja Main Quest, musst du sowieso machen. Da hinten kommt ein ganzer Club. Oh, die Karawane. Die wankende Horde. Die wankende Horde, warte mal. Alle in eine Reihe aufstellen. Oh, guter Schuss. Warte mal, warten Sie. Ich auch. Ding! Ding! Ist hingefallen, glaube ich. Haarbürste. Bird away. Sehr gut.
Die haben wir flott erledigt. Super Kleber. Die haben nur gute Sachen dabei, die Pfadfindergruppe hier. Ja. Glühbirne. Bleistift. Bin überladen. Und die da brennen noch ein bisschen. Da mag ich noch nicht rangehen. Hinten kommen unsere Robby-Freunde. Ah, die sind nett. Ah, die sind neu. Ja, stimmt. Holzlöffel kannst du behalten, dass der nicht verbrannt ist. Vergoldetes Sturmfeuerzeug auf jeden Fall. Was hat denn hier eine Telefonzelle? Funktioniert die? Kann ich da wen anrufen? Hallo Mutti. Nee. So. Das ist natürlich jetzt denkbar ungünstig, wenn wir gleich irgendwas verteidigen sollen. Oder habe ich mich denn vertan? Habe ich wieso verlaufen? Na komm! Sag mal, wer hat mich gerade gehauen? Der da? Ja. Aus einem Kilometer Entfernung hat er mir einen verpasst? Das ist auch ab und zu ein bisschen buggy. Guck mal, da steht ein Moped! Oh, geil. Haben will. Das wäre ja geil, wenn du mit den Dingern hier durch die Gegend so ein Ding reparieren könntest, ne? Ja, das wäre super. Bleiben Sie hier. Die Responder passen auf Sie auf. So. Das ist genau auf dieses Zwischenteil. Zwischen dem seinen Becken quasi und seinem Oberkörper. Da auf dieses schwarze Ding musst du draufballern. Da kriegt er richtig Schaden. Die auf Responder der Birne nicht. Brauchen Sie. Besuchen Sie die Kirche in Flatwoods. Hab ich schon längst gemacht. Untergrund. Und Tütenklon. Ey, sag mal, wir sind vorbeigelaufen. Kann denn das wahr sein? Kann nicht wahr sein. Oh, jo, oh. Mann, oh. Das gibt's doch nicht. Ich begreife nicht. Wo war es denn? Verdammt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja auch nicht. Ehrlich, das ist hier nicht. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ehrlich, dass wir hier die ganze Zeit für umsonst durch die Gegend laufen, weil der Helm das nicht findet. So blöd. Das kann nicht wahr sein. Das war da ein großer Hof, ging irgendwie über den Berg. Vielleicht war doch das Ding hier. Das da. Markierung umbewegen. Jetzt laufen wir trotzdem noch bis dahin. Ich schaffe das doch nicht. Außerdem wird es dunkel. Ich kriege Angst im Dunkeln. Der Mottenmann. Der Mottenmann, ja, dich wiederholen, mich nicht. Mich kann er nicht holen, nein, nein, ich bin zu schwer. Gar nicht. Nur, weil du gesagt hast, habe ich dann. Da war ein Level 9 Ghoul übrigens. Sei still. Ruhe, noch einer. So. Die hatte eine Haarklammer dabei. Danke. Und der hier muss der Chef gewesen sein. Ich bin überladen, bin überladen, überladen. Überladen. Das ist hier natürlich falsch, aber egal. Oh, ich muss vertrinken. Hier ist Bärenfell. Geil. Das hätte ich gern. Als Rezept. Hier ist Beschwerde an die Bergflusshütten. Aha. So ein Holoband. Audio-Ding, genau, Holoband. Ich warte auf dich, dann können wir gleichzeitig anquetschen. Ja, hier in einem anderen Haus ist auch noch ein Holoband. Echt? Was ist das denn für eins? Irgendwas mit Rita stand da dran. Ich habe es jetzt noch nie abgespielt. Ja, dann komm, fangen wir hier mal an. Hast du mitgenommen? Nein. Okay, gut. Ich komm rüber. Kommen Sie rüber, dann können wir uns anhören, dann holen wir noch den Rest. Okay. Wo liegt es? Ach, hier. Hier, auf R drücken. Okay. Bei 3, 2, Let's go. Guten Tag. Tag. Hier spricht Gabe Ramses. Und hallo. Ich hinterlasse diese Nachricht, um das Park- und Grünflächenamt von der schrecklichen Erfahrung zu unterrichten, die meine Familie und ich diese Woche in den Bergflusshütten durchmachen mussten. Echt? Nee, wir ich hatten höre. Uns alle auf einen schönen Wochenendausflug in die Wildnis gefreut. Aber nach dem ständigen Krähen in den Hütten, den Nagetierschwärmen und den haarsträubenden Schreien sind wir jetzt noch gestresster als zuvor. Meine Söhne waren so durcheinander, dass sie schworen, die Bilderrahmen an den Wänden hätten sich wie verrückt gedreht. Mit meinen Steuern wird euer Gehalt finanziert. Ich verlange also eine Entschädigung. Ansonsten könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass mein Geld bei der nächsten Wahl woanders landet. Und noch etwas.
Schwingt gefälligst eure faulen Ärsche hierher und räumt den Müll weg. Er meckert ganz gut. Vollkommen verdreckt. Ich weiß, dass alle Angst vor einem Atomkrieg haben, aber das heißt nicht, dass es hier so aussehen muss, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Er hat gemeckert. Er hat gesagt, sieht aus wie im Schweinestall. Die Kinder haben Angst gehabt, weil sich die Bilder gedreht haben und so weiter. Insekten, sonstiges. Schweinerei mit meinen Steuergeldern. Ölölö. War so ein richtig schöner Querulant. Okay. So. Hier ist ein Safe. Und wieder eine Wackelpuppe. Hast du wieder übersehen. Kann nicht wahr sein. Gar nicht. Schauen Sie. Sie dürfen nochmal schauen. Guck mal. Hier oben auf dem Bett. Ach jo. Jetzt nicht mehr, ein Zaubertrick. Verschwunden. Der Safe ist offen. So, und was hast du benutzt? Du hast bestimmt E gedrückt, ne? Wohin an dem Tisch? Kein R? Doch, ich habe R gedrückt. Echt? Kam nur Rauschen. Es kam ja nicht nix, es kam Rauschen nur. Ich höre mir meine Rita auch noch an jetzt hier. Rita, go. Hey Rita. Hey Rita. Du schläfst gerade und genießt deine letzte Nachtruhe für Gott weiß wie lang. Da dachte ich mir, dass ich was für dich aufnehme, damit du an mich denken kannst, während du in der Feuerwache von Charleston eingesperrt bist und für die prestigeträchtige Gelegenheit trainierst, dich mit dem Rest dieser Irren von den Feuerteufeln kopfüber in ein paar Bergwerksbrände zu stürzen. Ja? Hey, aber ganz ehrlich, kein Responder wäre besser für diese Truppe geeignet als du. No. Vergiss bei diesem tollen neuen Training nur nicht die Grundlagen. Überprüf immer, ob alles dicht ist. Wenn was passiert, heißt es stehen bleiben, hinlegen und rollen. Die Reihenfolge ist wichtig. Und vor allem, lass dich nicht anschmoren. Dein jetziger Anblick gefällt mir immer noch am besten. Aha. Er hat ein bisschen geschleimt und hat von Feuermännern erzählt. Also von der Feuerwache. Hörst du auch so komisches Zeug? Was meinst du? Geschrei. Da unten laufen jede Menge Ghule. Ehrlich? Eine ganze Armada im Ort rum. Level 9, Level 3. Ganze Armada voll. Hat auch jemand geschrien. Quest? Event? Wo? Nee, war eine Frage. Nee, ist nichts hier in der Gegend, ne? Nee. Gut, dann lassen wir die Ghule mal da rumrennen. Wir gehen weiter zum Ziel. Zum Ziel! Zum Ziel! Irgendwann schaffen wir es nochmal. Wir werden es schaffen, dieses Ding zu erwischen. Ich bin natürlich überladen. Du auch? Nee, ich habe 142 von 180. Wie machst du das? Wie schaffst du so wenig zu haben? Oh, da oben schießt es aber auch. Ja. Nicht, dass das Event schon läuft. Das wäre blöd. Ja, ja, doch, da ist doch so ein Farm-Dingsbums. Ich kann nicht. Er rennt weg. Toll. Gut, gut, dass sie laufen. Mich hier zurücklassen in der Wildnis, wo gerade so ein tierischer Schrei war. Ja. Habe Angst. Ah ja, hier sind auch zwei Spieler. Und machen die was? Ja. Hier ist ein Sendeturm tatsächlich. Ist da ein Event? Nee. Leck mich doch. Ja, auch falsch. Ich verstehe nicht mehr. Sendeturm. Auf jeden Fall ist Sendeturm. Hier ist ein Blecheimer. Ein Protektor ist tot. Du bist kein Brot. So, bin ich gespannt. Was ist das hier? Notfallmanagementsystem. Wir sind falsch. Ach, dann... Ist es halt falsch, dann ist es halt so. Kann man denn hier noch irgendwas zersägen? Siehst du irgendwas zum Zersägen? Nee, leider nicht bislang. Was ist denn hier mit dem Notfallmanager? Ich guck mal rein. Was haben wir denn hier? Notfallmanagement. Übertragungstechnik der verbrannten Aufspürungssystem. Online. Standby, sagt er. Hat einen Vieh gebracht und hat jetzt hier Hinweis, weil im Notfall können autorisierte Nutzer Holobänder zur Anforderung eines Ja verwenden. Wie denn? Aha. Um sich mit dem autorisierten NDK-System zu verbinden. Würde ich gerne. Ich
bin doch hier. Ich bin hier. Holobänder habe ich auch. Wo kann man denn jetzt einstöpseln? Bing, bing. Hast du was gefunden? Die suchen das auch. Komm mal hier zu der Karte. Du kannst hier auf die Pinne gucken, die da drin stecken, und dann hast du, glaube ich, die Orte entdeckt. Irgendwie kann man da nämlich E drücken an den Pinnen und dann wird da irgendwas aktualisiert. Ah. Ist ja cool. Was ist hier grün? Hier sehe ich nur Karaka. Warte, ich tritt mal zurück. Ich lass dich mal am Mengen. Actus Pharma. Und was ist das hier? HNB112. Was ist das denn? Dendeturm. Aha. Das ist doch da, wo wir sind. Oder nicht? Nee, das ist der gelbe Pin, glaube ich, wo wir sind. Geh weg. Wenn du auf der Karte guckst. Das passt schon so mit diesem Fluss, mit der Flussbiegung da. Und wie Flatboat. Jetzt. Ach, ich gebe es auf. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo man jetzt hat. Haben wir hier, da ist jetzt ein Abwurf gekommen. Wo? Im Westen, Nordwesten. Wo da wir hinten. Herkamen. Ja, dann. Da drüben, ne, oder was? Ja, genau. Verdammt. Nordwesten. Ich kann aber nicht laufen. Kannst du nichts wegwerfen? Ja, wie was denn? Sag mal her, wie viel habe ich denn? Ich habe 6 Kilo zu viel. Was soll ich denn jetzt wegwerfen? Ja, gute Frage. 6 Kilo ist viel. Ja, das stimmt. Nee, lass ich. Dann wackel ich halt langsam durch die Gegend. Die Kiste wird ja nicht weggehen. Nee, das stimmt. Er rennt da runter. Oh Mann. Auf jeden Fall, der nächste kommt in Stärke. Ich will nicht immer hier durch die Gegend kriechen. Ist ja furchtbar. Ja, ist echt nervig. Gott sei Dank geht's bergab. Oh, das ist doof. Hier ist der Fluss. Nein. Hä? Bin ich jetzt doof? Der Fluss ist doch hier noch gar nicht auf der Karte. Nö. Da ist ein Fluss? Ja. Warum ist da ein Fluss? Auf der Karte überhaupt nicht eingetragen. Aber ich glaube, hier kommst du rüber. Ja, ich krauch mal hinterher in Zeitlupe. Du musst genau drauf zuhalten, sonst kann ich nicht. Ich hörte irgendwo schießen da drüben. Ja, hier sind wieder so blöde Ratten. Hier ist noch ein Kind. Oh, ich kann nicht, ich bin erschöpft. Wie immer. Boah, guck mal, wie wir alle Spieler dahin rennen. Guck mal auf die Karte. Ich kann nicht. Oh, yo. Aber alle. Komme, wartet. Lasst mir mal über, ihr Schweine. Waffsäcke. Elende. Der Meister hat das Ding angefordert, glaube ich. Oder nicht. Vielleicht. Hunter's Ridge, das ist auch ein cooler Ort hier. Jetzt müsste ich nur den Abwurfort finden. Da ballert's doch rum. Da gibt's bestimmt was zu zersägen. Hier lief eine Polizeiuniform rum. Wen schießen die denn? Hunter's Ridge. Ab zum Maulwurf. Hier ist ein Urinal an einem Baum eingebaut. Nicht schlecht. Ich will nicht mehr mitnehmen. Ich will zerlegen. Da! Die Rettung! Zerlegen. Zack. Nein! Reicht nicht, reicht nicht. Kampfmesser muss ich leider zerlegen. Stahlschrott kann ich gar nicht gebrauchen. Kann ich das ablegen? Reicht nicht. Ich muss zeuglos werden. Hier, Transfer. Komm her, pass auf.
Dann tue ich Kampfmesser rein. Zack. Was noch? Kleidung. Habe ich irgendwas Schweres an Kleidung dabei? Die ganze Kochmützen, die ganze Weile. Ein Raiderbein, Stufe 5. Weg, raus damit. 2,5 Kilo. Ich brauche noch ein Kilo, muss ich noch loswerden. Ein Kilo. Aluminiumschrott auf gar keinen Fall. Bleischrott. Verdammt, was kann ich noch loswerden, was ein Kilo wiegt? Hier zweimal Fleisch, kann ich auch essen. Alles klar. Noch einmal essen, zweimal essen. Hilfsmittel. Essen. Nochmal essen. Ja, ich kann wieder laufen. Sehr gut. Aber der Abwurfpunkt ist nicht hier. Doch, da ist er doch. Hier ist er. Impact, Gehstock. Wo denn? Hier oben drunter. Hier am Baum. Unten bei mir. Ah, fast da reingeflogen. Leuchtfackel, Mentas. Vorkriegsgeld, da ist nix. Nichts Vernünftiges drin. Er macht hier so einen Krach. Level 38, Typ. Nicht schlecht. Da sieht der schick aus. Ja. Da freuen die sich alle wie die Doofen. Was hier los ist, ne? Halleluja, wo kommen die alle her? Der Hirsch, was hast du Bauplan, dazu? Da liegt ein Bauplan auf Dingens drauf. Hast du den auch geholt? Wohin? Auf der Werkbank. Links. Lag bei mir Metallbeine, Rüstung, Bauplan. Nee. Ehrlich? Ja. Sehe ich nicht. Ist nicht da. Sehr gut, kannst ja Metallbeine bauen. Cool. Nicht schlecht. Nein, den will ich nicht. Liegt ein toter Hirsch oder sowas. Ach, so ein doppelköpfiger. Hallo Muku. Schön. Guck mal hier ist Fleisch drin, wenn du haben willst. Über dir. Obwohl, dann Leder nehme ich mit. Leder kann man gut gebrauchen. Ja, ist bestimmt hier auch noch drin. Ja, hier auch. Ich kann nichts mehr mit. Ich nehme nichts mit. Ich pack nichts mehr an. Nein. Nein, weigere mich. Das ist Selbstdisziplin. Boah. Guck mal hier, was ist das denn für ein Warzenschwein? Ein, was? Ciao, Gaio. Boah. Sieht aus wie ein Bär. Ja. Er hat auch ein Messerchen, ein Kampfmesser steckt dem noch im Wanst. Siehst du das? Jo. Metallbottich. Nein, ich will kein Metallbottich. Ich will nix. Niente, nix. Hier sind noch Zettel. Nicht abgesendeter Brief. Was sagt er denn? Ich habe Suche nach Vorräten, Überlegungen gefunden. Wahrscheinlich sicher Wald. Dumm bestanden, bla 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 bla. Jäger haben mich in ein Lager eingeschnitten. Da unten geht es noch weiter. Eingeladen, ehrlich. Mist. Wisst ihr? Man kommt nicht zum Lesen. Oh, yo. Ich auch. Sprungkorken. Boah, hier ist nach unten. Hier ist aber nicht. Eine silberne Taschenuhr. Muss ich mitnehmen. Hoffentlich bin ich nicht überladen. Nein. Bin ich nicht. Achtung. Das ist ein Friedhof. Echt? Ja, da hast du ein Ziehfern. Da steht ein Kreuzchen. Oder? Ja, da unten sind ein paar. Sieht nicht so schön aus. Nee. Ich will nicht über die Planke. Geh mal rüber, Pickelkopf. Spring! Trau dich! Was ist eigentlich, wenn ich dem Feuerding unter den Arsch werfe? Das wäre zu gemein, ne? Ja, das wäre ziemlich gemein. Also, was würde ich auch nie tun. Ja. Eine schöne Rundreise haben wir gemacht. Wir haben ein bisschen was eingenommen. Der Helm kann sich wieder bewegen. Hip hooray. Leider haben wir immer noch nicht gefunden, wo es war. Ich weiß es nicht mehr. Ich will auch nicht. Was? Feinde in der Umgebung? Hat gerade irgendein Blecheimer gesagt. Gehört?
Nee, hab ich nicht gehört. Du bist ja auch schon... Nicht einfach, aber da drüben. Jo. Das war aber nix. Das war auch nix. Das war gar nix. Was ist das? Aha. Ching. Blechi. Fusionszelle hat er mitgebracht. Stahlschrott brauche ich nicht. Was ist das denn hier? Oh, ich sehe überhaupt nichts in dem grellen Licht. Ja gut. Wir haben es wieder geschafft, an für sich. Leider hat es überhaupt nichts gebracht. Ja, nix. Helm war wieder doof. Ja, ja, typisch, ne? Helm, Idiot, bla bla. Oh meine Fresse. Ich weiß, warum das nichts gebracht hat. Egal. Nein, ich sag jetzt nichts. Nein, nein, nein. Wir sind hier mal gerade überhalb von der Kirche hier. Boah, ist das weit zu laufen. Na gut. Ja gut, wir werden uns hier den Fluss lang runterschlängeln und werden hier mal querbeet gucken. Ja, dass wir hier runterkommen, weil hier müsse Karl hin für die Mainquest. Das dauert also noch ein bisschen. Vielleicht lassen wir ein bisschen weg. Das wird ja sonst ein bisschen zu langatmig, wenn wir jeden Hügel aufnehmen, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Kampfbereitschaft. Pass auf, du. Vielleicht einmal. Zack. Na, Kampfbereitschaft. Jetzt verpisst er sich mit Kampfbereitschaft. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Komm, verpiss dich nicht. Komm zurück, du Blecheimer. Gib dir Kampfbereitschaft. Aber du weißt, wie deinem Kollegen gegangen ist, ne? Ja. Na dann, verpiss dich. Nix. Und sitzt an Leder. Der ist doch hier um die Ecke gelatscht. Machen Sie keine weiteren Fluchtversuche, Gesetzesbrecher. So. Eieiei. Er hat zu mir gesagt, ich wäre Gesetzesbrecher. Leihen mich auch immer mit für Munition. Hat Arschloch. So. So. Okay, in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss. Ciao.